Servus Leute, hier ist unsere Rena-Bestellung. Los geht's zum Unboxing. Okay, dann fangen wir mal an. Was hier drin ist, könnt ihr ja schon sehen. Die Finalbox Gold. Ja. Also wir vermuten, da ist auch wieder ein Drahtkäfig drin, aber wir hoffen natürlich nicht, aber ich glaube, das ist nicht vermeidbar. Große Wahrscheinlichkeit. Ja, scheiße. Das ist einer. Weil wir haben letztes Jahr echt zu kämpfen gehabt, ja. So, nach einem knapp 10-minütigen Kampf mit dem Drahtkäfig. Ja. Haben wir es endlich geschissen bekommen. Na, oh. Scheißdreck. So, weiter geht's. Auf. Jetzt können wir euch endlich mal was präsentieren hier. Und zwar, jawohl, schön dicke Kaliber, so wie ich es mag. Finalbox Gold. 1, 2, 3. Jawohl. Richtig geile Dinger, sind zwar schweineteuer, aber brutal. So sieht's aus. Okay, dann packe ich das dafür rein und dann machen wir weiter mit dem nächsten Paket. So Leute, weiter geht's mit dem langen Paket hier. Ich denke mal, was da drin sein wird, könnt ihr euch ja denken. Noch. So, oh ja, jawohl. Müll. Alter, nee. Geil. Ich muss es direkt rausholen. Das ist die Heron Cake 8. Aber keine Sorge, das ist nicht die neue Charge, sondern die schöne alte. Das Teil macht richtig Krach. 498 Gramm MEM. Oh, da freue ich mich richtig drauf. Ich denke mal, jetzt kann ich für uns beide reden, sonst beide sprechen. Auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen. Dann die Blue Star Bombenrohre von Diamond. Insgesamt 6-mal bestellt. Da haben wir jetzt 5 Stück. Oder haben wir nur 5 bestellt? Ne, wir hatten 6. Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Mal weiter. Da haben wir die Moonshiners von Leslie. Dann hier Überraschungsvulkan von Weko. Dann Skyrockets von Jorge. Die haben wir ja eigentlich immer dabei. Dann haben wir Moskitos. Das sind 5 Packungen Moskitos. Das ist auch noch eine, glaube ich, daneben. Oder sind noch mehr? Oh ja, das sind noch 6, 7. Ich glaube, es waren 10. 8, 9. Und da haben wir die 10. 10 Packungen Moskitos. Dann die Chili Spinners, richtig geile, fetzige Dinger. Dann ein Schweizer Supervulkan von Zink, also Zink, Schweizer Supervulkan Nummer 10. Dann haben wir Mini-Raketen von Panda. Und das sind die Baby-Raketen von Leslie, sieht's aus, ja, Leslie. Dann hier die Viper 3 Böller. Die krachen auch ordentlich. Dann haben wir einmal die Boosterblume. Einmal den Cake 13 von Heron. Jo. Und hier haben wir alle Sonderfüllungen von den Zinkraketen. Einmal in einer großen Packung. Gut, das sind auch, glaube ich, die einzigen Raketen, die wir haben in dieser Online-Bestellung. Ich mache jetzt weiter im nächsten Paket. Also wir haben gerade nochmal nachgeguckt. Von den Diamond-Bombenrohren haben wir uns wirklich nur 5 Stück bestellt, keine 6 Stück. Also alles gut.
hätte trotzdem kein Problem damit, wenn dann noch ein Bonbon irgendwo drin wäre. Ich glaube, das ist immer gut, ne? Ja, jawohl, das ist der Katak gut. Echt? Ja, weiter geht's. Ich halt extra was auf. Oh ja, Gaubertalin, sehr schön. Da haben wir hier einmal Mansion. Kenne ich gar nicht, von Gau. Hast du die bestellt? Vielleicht. Okay. Dann haben wir hier einmal Fluffy Willow, ebenfalls von Gau. Dann die Crash, hatten wir vor ein paar Jahren schon mal. Letztes Jahr nicht, aber... Auf jeden Fall solide. Ist eine gute Batterie auf jeden Fall. Dann haben wir Garden Surprise, ebenfalls von Gau. Dann hier Imagine von Jorge. Dann haben wir nochmal die Fluffy Willow, ebenfalls von Gau. Na, dann einmal die Detonator. Wir haben jetzt insgesamt dreimal, glaube ich. Ja. Dann die Hypnotica. Ja. Geiles Teil. Und die Red Meteor von Jorge. Okay. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Paket. Weiter geht's mit dem vorletzten Paket. So, na. Also, wieder zur Seite. Ja. Ah, stimmt, ja. Da habe ich jetzt gar nicht groß komplett verpeilt. Ich habe aber auch nicht nachgedacht. Das sind die Golden Star Bombenrohre. Und zwar eine ganze VE. Also hier sind 6 Stück. Und ja, ein bisschen raus. Und hier drunter, wenn du gerade meine Kamera kommst, nochmal unten 6 Stück. Ja, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Leider sind sie ab nächsten Jahr nicht mehr erlaubt, beziehungsweise werden nicht mehr verkauft. Deswegen eben eine ganze VE von den Golden Star und von den Blue Star, wie gesagt, 5 Stück. Einfach geile Dinger und ja, ist ein Muss. Nun zum allerletzten Paket. Und es wird wieder geöffnet. So. Jawohl. Da liegt doch auch noch einiges. Erstmal wieder hier ein bisschen Verpackungsmaterial. Dann fangen wir mal an. Das hier ist die Brocade Sin von Pyrotrade. Hat uns im Produktvideo sehr überzeugt. Sieht jetzt nicht ganz aus wie eine Klasse 2 Batterie, ist aber wirklich eine. Ja, das Design ist auch nicht wirklich ansprechend, aber ja, der Effekt eigentlich ihr werdet, geil. Genau, ihr werdet es auf jeden Fall bei uns im, auf unserem Kanal finden. Wir werden auf jeden Fall ein Testvideo drüber machen. Gut, dann haben wir hier die Vesuv-Vulkane von Keller. Das sind 10 Stück drin. Dann einmal, oh, ein bisschen kaputt, egal. Dann haben wir hier einmal Rocket Strike von Nico. Hatten wir bisher noch nicht. Ja. Wollten wir aber unbedingt mal haben. Und dann ist es glückt. Die, also Feenstaub, ein kleines Set hier mit verschiedenen Sonnenvögeln, ist von Pyroart sein. Von Pyroart, genau. Gut, dann machen wir weiter. Da haben wir hier Painted Sky oder auch Scarabeus. Ja, da wussten wir noch nicht, dass es sie im Laden gibt. Genau. Haben wir einfach mal reingekauft. Genau, ist ja diese Neuheit bei Lidl. Ja, war glaube ich sogar ein bisschen teurer im Internet. Ja, aber das kann sein. Naja, das war mich jetzt nicht ganz ein paar gut. Euro ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Dann haben wir noch mehr Gau-Batterien und zwar hier einmal die Happy Flower. Dann schon etwas schwerere Kaliber. Das ist die Prestige Escort. Oh, 30 mm Kaliber, seht ihr mal. Nicht schlecht. Und hier haben wir einmal Diamond 3, Diamond 3. Ebenfalls von Gau. Auch 30 mm Kaliber. Und zum Schluss haben wir hier noch 3 Jorge Batterien. Einmal die Venus.
Dann einmal die Cassiopeia und noch einmal die Cassiopeia. Gut, also ihr seht, das ist schon ein bisschen was. Da drüben haben wir noch die Finalbox stehen, oder die Finalboxen besser gesagt. Wir werden jetzt eine kleine Übersicht machen und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Also Leute, jetzt haben wir hier auch mal eine Gesamtübersicht für euch alle gemacht. Sieht zwar jetzt, sage ich mal, relativ wenig aus, aber wenn man überlegt, dass das hier alleine 12 Bombenrohre sind. Da unten die Cake 8 von Heron, wie gesagt die alte Charge natürlich. Dann haben wir hier die 10 Sonderfüllung-Raketen, 10 Packungen Moskitos, hier die Moonshiners, Vesuv-Vulkane, Chili-Spinners, Viper 3, die Mini-Raketen von Panda und die Baby-Raketen von Leslie. Dann hier drüben 5 Blue-Star-Bombenrohre von Diamond, 2x Fluffy Willow, 1x Diamond 3, dann Prestige Escort, Happy Flowers, nochmal eine Garden Surprise, Garden Surprise, dann Crash, dann haben wir die Red Meteor, 3x die Finalbox von Röder, dann die Scarabeus oder halt auch im Laden die Painted Sky, dann hier unten, worauf wir halt richtig Bock haben, die Brocade Sin von Pyrotrade, die Imagine von Jorge, Hypnotica und oben das Feenstaub-Set mit verschiedenen Sonnenvögeln. Dann den Schweizer Supervulkan Nummer 10, die Mansion, keine Ahnung, von Gau, die Boosterblume und Cake 13 von Heron. Dann einmal die Venus, 2x Cassiopeia, 1x Detonator und 1x Rocket Strike. Ich hoffe, ich habe jetzt auch wieder jeden einzelnen Artikel genannt. Und ja, das war jetzt unsere Online-Bestellung bei Röder Feuerwerk. Insgesamt haben wir 450 Euro ungefähr haben wir ausgegeben. Das ist ja sogar noch ein Gutschein, den wir letztes Jahr beim Gewinnspiel von Röder gewonnen hatten. Genau. Ja. Ordentlich bestellt. Also wir haben auch Sachen davon bestellt. Jetzt würde ich mal sagen, hier, das hat einiges gekostet. Hier, die VW hat auch einiges gekostet. Genau. Ja. Und wir haben ja eben noch extrem viele Reste. Reste-Video gibt es natürlich auch bei uns auf dem Kanal. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt's ab. Bis dahin, haut rein, Leute. Viel Spaß noch. Hoffentlich ist eure Online-Bestellung auch noch angekommen. Und bis dann. Ciao.